Okay, ich hatte mich ehrlich gesagt auf 25 Minuten eingestellt und beim Probedurchlauf habe ich gemerkt, dass ich eigentlich 45 brauche. Das heißt, das wird jetzt Daumenkino. Bitte jetzt schon um Entschuldigung. Vielen Dank für die Einladung, Fermin. Das Format ist echt super, deswegen bin ich echt geehrt, dass wir eingeladen sind. Wir haben aber auch wahrgenommen, dass, Herr Gehester, wir erst in der fünften Runde den Cut gemacht haben, hier sprechen zu dürfen. Nein, wirklich große Ehre, irgendwie hier zu sein. Genau, wir gucken hier unten so ein bisschen, was irgendwie folgt. Es wird so eine kleine Tour de Force. Mein Leben ist viel, was ich euch erzähle, hat mit Orten zu tun. Auch ein bisschen mit Leuten natürlich und möglicherweise auch mit Architektur, aber eigentlich mit Orten. Deswegen, es wird unterschiedliche Orte geben. Es wird wie so eine Art Familienalbum werden, wie so eine kleine Reise. Und das ist irgendwie seltsam. Ich habe sowas noch nie gemacht. Ich habe auf dem Level noch nie über mich gesprochen. Und das ist auch seltsam. Deswegen darf ich nicht ins Labern kommen. Aber deswegen ist hier die Welt zu sehen, denn die Welt war immer interessant für mich. Neugierde. Wir fangen mal ganz vorne an. Ich bin einer von drei Söhnen. Ich hatte zwei Brüder, einen älteren und einen jüngeren. Vielleicht kann man erkennen, wer ist. Was interessant ist, wenn man aufwächst mit zwei Geschwistern, in dem Fall mit zwei Brüdern, wenn man der mittlere ist, fängt man an, wirklich gut verhandeln zu können. Und ich sage das, weil ich inzwischen weiß, dass diese Rolle manchmal wirklich wichtig ist. Ich habe zwei sehr, sehr starke Partner, die beide Erstgeborene sind mit kleinen Schwestern. Das hilft mir manchmal. Das nächste ist, Familie war für mich immer wichtig, hatte eine sehr glückliche Kindheit, das hat Spaß gemacht, ich hatte tolle Eltern. Wir sind viel auf Reisen gewesen, deswegen, also wenn ich über Orte spreche, das hat damit zu tun. Wir sind eigentlich jeden Sommer, mein Vater war Journalist, meine Mutter lebt noch, ist Lehrerin. Und wir sind in diesem Bus gefahren. Heute wäre der wahrscheinlich unbezahlbar, weil ja jeder so einen Bus haben. Wir haben das damals gemacht in den 70ern. Und man lernt dort als Gemeinschaft im Grunde genommen die Welt kennenzulernen. Denn auf so einem Trip, wo man anfängt, das Heim mitzunehmen, also im Bus zu wohnen oder im Zelt und sich Orte zu suchen, damals ging das noch fantastische Orte, wo keiner sonst hinkam, wir sind nie auf den Zeltplatz gegangen, lernt man aber auch seine Rolle zu spielen in so einer Community. Aber das sich verorten und das Mitnehmen, den Gedanken von zu Hause mitzunehmen und ihn an einer völlig neuen Stelle irgendwie machen zu können, hat mich sehr geprägt, ob das jetzt Norden war, Portugal, Spanien im Süden, Italien, aber eben auch Dänemark sehr viel und Schweden und Norwegen. Wenn dann ein Vater hat, der dann mythische Sagen am Lagerfeuer erzählen kann, weil er Germanistik studiert hat, prägt sich auch so eine Idee für Geschichte aus. Wir haben sehr viel Natur gesehen. Wenn man da draußen ist, dann, wir haben immer die besonderen Orte gesucht. Das ist in Norwegen hier. Der Gletscher, den wir dort gesehen haben, gibt es heute nicht mehr. Den Wasserfall gibt es vielleicht noch. Wasserenergie aus Norwegen wird ja immer wichtiger, auch für uns hier. Neben der Natur und wirklich den Eindrücken, die man mitnimmt, hat mich immer begleitet, war Kultur wichtig. Also wenn wir nicht an irgendeinem Wasserfall waren, dann haben meine Eltern uns wirklich in jede Kirche geschleppt, die es in Europa gibt, gefühlt. Auch da ist was hängen geblieben. Ich fand das gar nicht schlimm, ich fand das sehr interessant. Ich habe nur die Hälfte verstanden von dem, was ich gesehen habe, aber es bleiben wie so ein Abdruck eines Nachbildes, wenn man ins Licht guckt, bleiben so Erinnerungen drin. Sicher ein Grund dafür, dass ich jetzt hier stehe, am Ende Architektur studiert habe. Und die Neugierde für diese Sachen, nicht nur für Architektur, sondern für andere Kulturräume, für Rituale, Prinzipien und die Idee, dass Menschen, die vor uns lebten, Unglaubliches schaffen konnten, diese Neugierde ist immer da geblieben. Anderes wichtiges Bild ist das hier. Ich komme aus Hannover. Hannover war immer in so einer Personalunion mit England, also im Grunde genommen die Royal Family, das sind ja im Grunde genommen Deutsche, angefangen mit den Georges, das waren deutsche Könige, also die Verrückten haben wir dann nach England geschickt. Aus irgendeinem Grund gibt es in Hannover unzählige Rugby-Vereine und ich bin auch in so einen gegangen. Da unten das Bild auf der linken Seite, das ist der Verein meiner Mutter, die hat Faustball gespielt, kennen sich ja nicht viele. Wie auch immer, also meine Mutter war Sportlehrerin und Sport war so das andere wichtige Ding in meinem Leben.
Was ich beim Rugby gelernt habe, ist ein fantastischer Sport, der längst nicht so brutal ist, wie die Leute denken. Fußball ist viel schlimmer. Wenn jemand mit der offenen Sohle in einen reinspringen kann, verletzt man sich mehr, als wenn man sauber tief gehalten wird. Ich habe 10 Jahre Rugby gespielt, von 6 bis 16. In Hannover war es schwer zu gewinnen. Wir waren immer Zweiter. Ein Jahr haben wir dann gewonnen und sind dann nachher sogar Deutscher Meister geworden. Das ist der Deutsche Meister 82. Ich bin der Hänfling da vorne an dem Ball. Also ich war nicht groß, aber ich war schnell. Warum ich das zeige, ist aber eher, dass es war interessant, in dem Team zu sein, bei dem nachher wahrscheinlich niemand studiert hat außer mir. Und Leute wirklich aus unterschiedlichsten sozialen Schichten kamen. Und aber wenn wir Samstag auf dem Platz standen, war das eine Einheit und war das eine Freundschaft, die einfach gezeigt hat, es ist völlig egal, wo jemand herkommt und was er denkt, du kannst in Mannschaften, in Teams, kannst du Unglaubliches erreichen. Und man sollte nicht irgendwie nach einem Background suchen, sondern nach dem Partner, dem man vertraut, mit dem man was erreichen kann. Das ist ein kleiner Sprung. Nach meinem Abitur habe ich verweigert, damals in den 80ern, war das noch eine Drafted Army. Die Jüngeren wissen das nicht mehr. Damals musste man zum Bund. 15 Monate waren es damals. Wenn man verweigerte, und das habe ich gemacht, musste man 20 Monate Zivildienst machen. Das Tolle am Zivildienst war, dass es immer politische Ausbildung gab. Man konnte das machen. Und das war für mich sehr prägend, ein Aufenthalt in Auschwitz. Wir haben uns da wochenlang darauf vorbereitet, sind nach Polen gefahren, hinter den Eisernen Vorhang. Und als Deutscher dort zu arbeiten, im Archiv zu lesen und zu lernen und im Abwechseln dann immer zu arbeiten, denn Birkenau hier auf der rechten Seite heißt so, weil die Birken so schnell wachsen. Man muss also die ganze Zeit physische Arbeit reinstecken, um dieses Lager überhaupt zu erhalten. Und wenn man dort arbeitet mit seinen Freunden, dann macht man auch Scherze, redet Deutsch. Und immer wenn Gruppen reinkamen, sind wir einfach verstummt. Wir haben uns nicht verabredet. Aber man wusste nicht, wenn ältere Leute da sind, wer weiß, vielleicht ist ein Holocaust-Überlebender und das Letzte, was der gebrauchen kann, wenn er sich schon traut, wieder zurückzukommen, ist die deutsche Sprache zu hören. Mir hat das gezeigt, dass es wichtig ist oder mir wichtig war, zu erkennen, dass ich ein Teil der deutschen Kultur bin und auch gerne, obwohl ich mich heute eher als Kosmopolit oder Europäer bezeichnen würde. Aber wenn man die Sprache spricht und erkannt wird als Deutsche, war mir wichtig, dass ich mich auf jeden Fall mit meiner eigenen Geschichte so eng auseinandersetze, dass mir niemand Vorwürfe machen kann, beziehungsweise ich habe eine Antwort darauf und eine Position. Im Grunde ist das für mich so ein Moment gewesen, politisch und gesellschaftlich mich zu verankern und so eine Ausrichtung zu haben. Sehr wichtiger Aufenthalt. Der andere war eher schön, was ich gelernt habe mit meinen Eltern, ist eben Reisen. Und bin viel gereist, auch schon vor dem Studium, sobald ich das konnte, mit wenig Geld. In Ägypten war ich wochenlang mit 1000 Mark damals, es ging. Und ich habe in der Zeit immer versucht, meine Gedanken und das, was ich sehe, irgendwie festzuhalten, zu dokumentieren. Ich habe also Tagebücher gehabt und ich habe gezeichnet. Obwohl ich nicht wusste, was ich eigentlich studieren sollte. Über Zeichnung hören wir heute nachher viel mehr und viel tollere Zeichnungen von Sergei. Aber die wollte ich Ihnen mitbringen, das ist Karnak. Und wenn man sich in Ägypten auskennt, weiß man, dass der Tempel daneben ein anderer ist. Aber das ist egal. Ich wollte dann studieren. Meine Familie wollte, dass ich Arzt werde, weil das so eine Tradition war. Ich wollte das nicht und dachte, ich muss an die Kunsthochschule gehen. Ich habe mich oben links an der UdK beworben. Ich glaube, dass die meine Mappe nicht mal geöffnet haben. Ich habe mich dann in Wien beworben an der Angewandten. Ja, da bewirbt man sich, 500 Leute, 30 werden ausgewählt, dann zu 3 Tagen Aufnahmeprüfung eingeladen. Das ist extrem intensiv. Es war super, am Ende haben sie mich aber trotzdem nicht genommen. Wenn man dann abends mit den Leuten trinken geht, die genommen wurden, das waren nämlich alles natürlich Wiener, dann sagen die einem, ja Lars, das war eh klar, dass du nicht genommen wirst, das war vorher schon alles klar. Naja. Lernt man da ein bisschen was. Am Ende bin ich hier gelandet und bin auch froh darüber. Ich habe Kunstgeschichte angefangen zu studieren, Philosophie, wollte die Gasthörerschaft in Braunschweig einer Kunsthochschule machen, um dann da reinzukommen. Habe aber nebenbei Architektur begonnen zu studieren. Das war mein Downfall, weil ich feststellte, alle meine Interessen sind in der Architektur vorhanden. Und nach ein paar Wochen Architekturstudium war ich sicher, das ist super. Ich muss noch nicht entscheiden, wo ich hin will, weil ich bin nicht der Architekt, der immer Architekt werden wollte und Architekt ist und über Architektur redet und sagt, ne, das bin ich nicht. Bin eher ein Generalist, der viele Interessen hat, aber glücklich ist, Architekt geworden zu sein, weil ich da meine Vorlieben alle ausleben konnte. In Braunschweig selbst war es interessant, weil wir unterschiedlichste Leute haben. Mir rennt die Zeit jetzt schon weg, deswegen kann ich die nicht vorstellen. Das Tolle am Braunschweig war, dass die alle unterschiedlich waren.
Herr von Gerkan hat uns organisieren gelernt. Gerd Auer hat uns die Philosophie und die Synergien erklärt. Hinnerk Weberg hat uns gesagt, ihr sollt bescheuert sein und es gibt keine falschen Fragen. Bescheuert war ein Lob bei Hinnerk Weberg. Wir sind heute sehr eng verbunden. Walter Ackers hat uns beigebracht, dass Architektur ohne Städtebau nicht zu denken ist. Und Harmen Thies, unser Baugeschichtsprofessor, war für mich, möglicherweise auch für Thomas, mit der Wichtigste, weil dem es gelang, eine Brücke zu schlagen, zum Beispiel zwischen Palladio und Le Corbusier. Und das war so interessant, Prinzipien der Architektur festzustellen, die zeitlos sind, die man anwenden kann, die auch wir anwenden können, um daraus was Neues zu kreieren. Das hat uns wahnsinnig interessiert. Und wir haben dann nachher, ich hoffe, das gilt nicht als Projekt, wenn man ein Buch zeigt, also hier ist Hans Sedelmeier abgedeckt, Doppelstrukturen, San Carlo alla Corte Fontana von Borromini, die Doppellesbarkeiten von Architektur, komplexe Figure-Ground-Figuren, das hat uns interessiert und das machen wir bis heute. Wir nennen das Crafting. Braunschweig war toll, weil es Zeichenseele gab, Zeichenseele nicht nur von der Uni, sondern Zeichenseele, die Studenten einfach begonnen haben. Ich habe mit Thomas einen Zeichensaal gegründet, Wolfram hatte schon einen, aber wir kannten uns alle sehr gut. In dem Zeichensaal wurde so ein Leben kreiert, es war so ein Generationenvertrag. Alte Studenten helfen jüngeren Studenten, bilden sie mit aus, die jüngeren Studenten helfen den Alten mit den Materialschlachten, die wir auf jeden Fall in Braunschweig immer abgeliefert haben an Modellen und Zeichnungen. Das heißt, eine flache Hierarchie und Kreativität ohne die Universität oder ohne den Meister. Nach dem dritten Jahr bin ich dann weggegangen und war in Florenz und habe dort Humanismus, den Beginn der Moderne, aufgesaugt. Es war ein unglaubliches Jahr. Das ist die Aufnahme von mir und meinem guten Freund Hendrik, mit dem ich da hingegangen bin, mit dem Auto meines Opas, der irgendwie nicht nach Deutschland passte mit der Farbe. Als wir in Florenz ankamen, wussten wir, warum der diese Farbe hat. Da passte das plötzlich. Eine andere Art von Leben, eine andere Art kennenlernen, irgendwie in alten Strukturen zu leben mit Kunst, das war spannend. In einer Kultur zu leben, die im Grunde genommen ungebrochene Traditionen bis heute irgendwie trägt. Ich zeige das nicht, weil ich Aldo Rossi toll finde, sondern um diese Traditionen irgendwie zu zeigen. Hier unten links, das war spannend, Leonardo Savioli ist ein Architekt aus Florenz, wen es interessiert, unbedingt mal angucken. Ein experimenteller Architekt, der sein eigenes Büro gebaut hat, das kann man heute auch noch sehen. Und da habe ich das erste Mal gesehen, was es bedeutet, wenn man ein Architekt ist, ein Büro hat und das Büro selbst gestaltet und seinen Lebensraum gestaltet, so, dass man möglichst gut Architektur machen kann. Das fand ich wahnsinnig faszinierend. Es kommen nachher ein paar Bilder, wie wir das dann gemacht haben. Als wir zurückkamen, da habe ich dann eine Ausstellung organisiert mit ein paar Freunden, das nannten wir Gastarbeiten, um im Grunde, also in dem Jahr waren fast alle weg in der Welt, haben Arbeiten und Wissen zurückgebracht aus anderen Lehrmethoden in der Welt. Und daraus haben wir dann eine Ausstellung gemacht, die hieß Gastarbeiten, um diese Lehren vorzustellen und die Projekte. Und dann kam die Zeitung vorbei und hat mich fotografiert mit meinem Florentiner Entwurf. Mit am prägendsten aber war das dann. Also wir kamen zurück aus der Welt und haben mehrere Sachen gemacht, diesen Zeichensaal gegründet, wir haben Ausstellungen gegründet, wir haben Kochclub gegründet, wir haben Cinema-Club gegründet und wir haben einen Chor gegründet. Hier ist Wolfram, das ist Thomas. Thomas, sicher der beste Musiker, der hätte auch professioneller Musiker werden können, der den Chor geleitet hat, aber so als Primus inter pari. Und das bin ich hier an der Seite, ich hatte keinen schwarzen Anzug. Das Interessante an diesem Chor war, dass man mit Leuten Dinge machen konnte, die kreativ waren und wir haben nie über Architektur geredet. Aber am allerspannendsten war, dass in der Ausbildung einem immer gesagt wird, du als Architekt musst deine Stimme finden, du musst Egoist sein, du musst dich durchsetzen gegen alle anderen. Und der Chor hat uns gezeigt, dass man Dinge machen konnte. Wir sind viel auf Reisen gegangen, wir waren in Amerika nachher, wo es nur Sinn macht, zusammen auf der Bühne zu stehen, wenn man hinhört. So hinhört, dass die eigene Stimme so perfekt einpasst, dass in der perfekten Harmonie Obertöne entstehen, die gar nicht existieren, die man aber vermeint zu hören. Das hilft uns bis heute. Ich glaube, wir sind alle drei Gründungspartner auf unsere Art und Weise unterschiedliche Persönlichkeiten, aber wir haben gelernt, aufeinander zu hören im Dienste einer höheren Harmonie. Das hilft uns bis heute. Der Chor hat uns nach Amerika geführt, in L.A. haben wir gesungen und haben dann Ausflüge gemacht. Ich zeige nur zwei Architekturen, das ist das Salk Institute in San Diego. Ich habe schon gehört, das zeigen, jeder Dritte scheint das zu zeigen hier auf dieser Veranstaltung. Ich war absolut geflasht von diesem Ding, ich muss es verkürzen. Aber was mich unglaublich fasziniert hat, dass Kahn es gelungen ist, eine narrative Architektur aufzubauen, die zweimal im Jahr, nämlich zum Äquinox, diesen Sonnenuntergang, zu einem
einer Weltenbühne nutzt für seine Architektur und vermeintlich dieses little, kleine Rinnsal von Wasser den ganzen Pazifik speist und man an der Quelle sitzt. Das hat mich absolut umgehauen. Es hat mich so umgehauen, dass nach einem Jahr Arbeiten für andere Büros, ich war bei Storch und Ehlers, Wettbewerbe machen, wie man das so macht, dass ich weggegangen bin, um nochmal zu studieren. Und das Studieren, eigentlich wollte ich einen Film drehen. Ich wollte einen Film drehen über James Turrell, über sein Rogan Crater Project, das er gerade begann. Turrell ist für mich einer der interessantesten Magier unserer Zeiten. Allein seine Zeichnungen sind wunderschön. Die Räume, die inzwischen entstanden sind, leider ist es unglaublich schwer, dahin zu kommen. Das ist einer meiner größten Träume. Ich habe es bisher noch nicht geschafft. Diesen Film wollte ich machen, bin aber wie in Braunschweig dann einfach an der SIARC hängen geblieben, das Southern California Institute of Architecture, weil das so spannend war. Auch da waren wieder Persönlichkeiten, das sind die Gründungsarchitekten. Robert Mingurian, da der Zweite, der war in unserer Zeit noch da. Dann hier vorne ist Frank Gehry, Tom Main. Tom Main war präsent, aber an der UCLA in der Zeit. Und in der Mitte steht Coy Howard, möglicherweise der unbekannteste von allen, aber ein fantastischer Lehrer. Ohne wirklich tief reingehen zu können, haben wir bei Coy gelernt, das, was wir bei Harmon Thies in Theorie gelernt haben, in der Baugeschichte, hat er versucht, den Studenten beizubringen, was viele komplett überfordert hat, was irgendwie metaphysisch wurde. Aber Doppellesbarkeiten, Strukturen, Intentionen, die sich aber auflösen in mehrere Sichtbarkeiten, also Genotypen zu denken, die dann mehrere Phänotypen haben können, das war großartig. Und hat uns sicher weitergeprägt. Interessant war auch, dass wir genau in dieser Schnittstelle waren, im Digital Divide. In Braunschweig, mein Diplom habe ich mit Kreide gezeichnet und mit Bleistift. In L.A. haben wir dann mit dem Computer begonnen. Und der Computer war interessant. Wir zeichnen heute immer noch. Wir lieben die Skizze. Die Skizze ist schneller und intelligenter. Aber wenn man komplexe Formen machen will, kommt man um den Computer eigentlich nicht herum. Wir auf jeden Fall lieben ihn. Also haben wir das Büro gegründet. Wolfram war schon fertig, wir kamen dann dazu und das war die Gründungstruppe ist Wolfram, Thomas und ich. Gregor und Christoph waren auch noch dabei. Gregor ist nachher, hat China geöffnet mit uns, aber heute sind wir zu dritt. Wir hatten eine Villa Kunterbunt, die nicht viel kostete, die im Grunde White Trash war in Echo Park an der Grenze zu Silver Lake. Heute unbezahlbar, aber damals war das billig. Das war unser Büro. Die Computer haben wir am Anfang selbst zusammengebaut. Und als wir größer wurden, weil wir keinen Platz hatten, haben wir draußen gearbeitet. Das ist das Schöne in Kalifornien. Wenn wir nicht gearbeitet haben, dann haben wir Feiern gemacht. Wir haben eigentlich alle Feiern immer verrückte Dinge uns ausgedacht. Die Shrinkwrap-Party war ziemlich legendär. Das hing dann aber auch da ein halbes Jahr gerne. Oder die Eisbar, die da über Monate stand, weil die Eisenergie so groß war. Arbeiten und Leben hat sich komplett durchdrungen. Es gab eigentlich wenig Privatheit, was nicht so schlimm war, weil wir im Grunde unsere Träume leben konnten. Auch hier die Idee von Natur. Wir waren entweder in den Canyons oder in den Mountains oder, klar, diese Klischees wollten wir alle irgendwie ausleben, sind surfen gegangen. Wir haben uns damals so eine Stretch-Limo gekauft, die kostete nur $2,000 und war großartig zum Surfen. Dann haben wir Berlin gegründet. Das Internet hat uns geholfen dabei, Access to Information. Man konnte an unterschiedlichen Orten gleichzeitig sein. Das war alles neu. Das wäre 10 Jahre vorher alles nicht gegangen. Und wir sind natürlich nach Berlin gegangen, denn in Europa bis heute, glaube ich, ist Berlin die einzige Stadt, die immer noch, obwohl sich die Stadt ändert, sehr stark diesen Freiheitsgedanken lebt, wo Leute hinkommen können und mitmachen können. Das geht nicht in Hamburg oder in München oder in Paris oder in London. Ich gehe da ein bisschen schnell drüber weg, das sind Dinge aus der Biennale, die wir untersucht haben. Warum ist Techno hier groß geworden, eine Musik ohne Sprache? Das ist interessant. Und 2004 dann mit Gregor, der für Gerkan dort gearbeitet hat und er sagte, ich habe genug, ich will jetzt wieder mit euch was machen, haben wir mit ihm Peking gegründet. Und auch da im Grunde genommen die Gründung im Wohnzimmer, bis wir dann größer wurden und dann in dieser völlig anderen Maßstabsmäßigkeit Asiens uns selbst da irgendwie ausprobierten und haben so einen kleinen Uton, heute sind das alles High-Rises, hatten so einen kleinen Uton uns gemietet mit einem kleinen Courtyard, dem wir gearbeitet haben, teilweise gelebt haben, haben das Pflaster neu gemacht. Das Pflaster ist von oben so ein, geht das schneller durch, ist von oben das Zeichen für Happiness. Happiness war für uns immer wichtig und diese Platte, die dort liegt, das ist ein Auszug aus der Declaration of Independence, aus der amerikanischen Konstitution. Und der letzte Satz ist das Wichtigste, the pursuit of happiness.
Das ist etwas, was uns immer interessiert hat, dass Architektur keine autonome Sache ist, dass sie glücklich machen sollte, aber auch den Kreator. Also wir haben eigentlich immer nach Orten und Partnern gesucht, die dieselbe Leidenschaft dafür hatte, etwas zu tun, was einem was einem selbst gefällt. Denn wenn man selbst begeistert ist, macht man einfach bessere Arbeit. Das war unser Auto damals, ein Jeep. Ich muss hier schneller durchgehen, um noch zwei Sachen zu sagen. Ich bin jetzt bei 20 Minuten. Afrika hat sich dann, da haben wir kein Büro gegründet, aber wir haben mit einem Freund ein Projekt gegründet. Das ist hier der Andreas Spieß. Ich darf keine Projekte zeigen, deswegen nicht da hinten hingucken. Das ist das Projekt der Solarkiosk. Uns ging es darum, wenn man eine Idee hat, um etwas besser zu machen, dann sollte man das verfolgen und nicht warten, dass einer anruft. Wir nennen das Architecture Activism. Man muss sich dann eben selbst um die Finanzierung kümmern, sich selbst beauftragen. Und wir haben eine Firma gegründet, die nachher in Afrika 1000 Angestellte hatte. Ich habe 3 Jahre lang sehr viel intensiv in Afrika gearbeitet, 6 Companies gegründet, zusammen mit den Partnern, um diesen Solarkiosk im Off-Grid Afrika, wo niemals die Straße und niemals die Energie hinkommt und Telefonie, um mit autonomer Energie das Leben der Leute dort zu ändern. Jetzt habe ich doch ein bisschen über das Projekt geredet. Was mich daran geändert hat, ist, dass egal wo man hinkommt und Afrika begegnet einem wie eine Faust erstmal. Man kann, denkt, als vorbereitet ist man aber doch nicht. Irre ist aber, dass man Menschen begegnet, die alle intelligent sind, die Ansprüche haben, die Ansprüche ans Design haben. Uns wurde eben gesagt, das ist viel zu schön, was ihr da macht und das verstehen die Leute gar nicht, macht es funktional. Nein, Venustas ist immer wichtig, egal in welchem Kontext und es ist völlig egal, für uns auf jeden Fall, ob jemand reich ist oder arm ist. Es ist auch okay, wenn jemand reich ist. Es ist egal, welche Hautfarben die Leute haben oder aus welchem Kulturkontext man kommt. Wir haben immer geglaubt, für Menschen zu arbeiten. Und wir haben versucht, immer nah dran zu sein. Deswegen die 3 Standorte. Inzwischen sind wir alle in Berlin, aus unterschiedlichen Gründen. Aber wenn man sich irgendwo einmischt, sollte man möglichst nah dran sein, um zu verstehen. Deswegen auch die intensive Zeit, die ich in Afrika verbracht habe. Das war Ruanda. Interessant, das ist der einzige Clip, den ich zeige. Das ist nicht unser Projekt. Das ist Zipline. Das sind Leute, die schicken diese Drohne in Ruanda raus und diese Drohne hat Blood Samples oder Vaccinations, fliegt zu den Krankenhäusern, lässt das fallen, kommt dann zurück, wird von einer Zipline gefangen. Low-Tech im Grunde genommen, aber schafft etwas, was sonst keiner schafft, weil die Straße dauert zu lange, ist viel zu kostspielig und das verändert die Welt. Wir glauben, dass gerade in den Ecken der Welt, wo die Needs so groß sind, dass man unglaublich intelligent vorgehen muss und schlank vorgehen muss, da sind die großen Innovationstreiber der Welt. Diese Company dort hat in Ruanda begonnen, die ist heute 1 Milliarde Euro wert. Und als Schluss, und da hat sich für mich so ein bisschen der Kreis gedreht, wenn ich den Roden Crater gezeigt habe und das Projekt von Louis Kahn. Im Studium hat mich sehr interessiert, mit Zeit und Raum zu arbeiten. Und ich hatte das Glück, in der Villa Massimo ein Jahr sein zu können und hatte da die Zeit, in diesem Riesenraum mich wirklich mit Zeit und Raum zu beschäftigen. Ich habe eine Sonnenuhr gebaut. Ich habe mir gedacht, was Augustus kann und ein Papst kann, das kann ich schon lange. Und habe dann dahinter einen Gnomon aufgebaut, katroptisch, also spiegelnd, weil das natürlich genordet ist, das Atelier, und hat dann ein Jahr lang in meinem Studio die Zeit vermessen. Und hatte die Gelegenheit, mal ein bisschen nachzudenken, mich frei zu schwimmen. Denn am Ende steht, glaube ich, der Architekt als Generalist immer zwischen diesen großen Antipoden, zwischen dem Ideal und der Freiheit. Also die klassische Auseinandersetzung in Rom auf jeden Fall zwischen Winkelmann und Piranesi. Und dafür sich selbst irgendeine Standortbestimmung zu versuchen, am Ende ist immer so, man oszilliert zwischen diesen Welten, war für mich extrem faszinierend. Und am Ende habe ich dann versucht, diese Seestrahlen sichtbar zu machen und gelernt, dass nichts wirklich in absoluter Ordnung existiert in unserem Leben. Das wissen wir eh, wir leben in einer fragmentierten Gesellschaft, die Dinge sind vielschichtig und schwer. Und ich dachte, wenigstens die Zeit ist die wahre universelle Ordnung. Aber auch die Zeit ist relativ. Kein Tag im Jahr ist gleich lang. Ich hatte keine Ahnung. Wussten Sie das? Also ich fand es irre, dass der Meridian, den man glaubt, Nord-Süd, ne, die Sonne ist immer im Zenit um 12 Uhr, das stimmt nicht. Das ist ein verbeultes Ding.
Der Tag hat mal 23 Stunden 50 Minuten und mal 24 Stunden 10 Minuten. Fand ich vollkommen irre. Es pendelt sich dann alles wieder ein, aber das ist fast eher Zufall. Naja, ich schließe mit diesem Bild, das ist das zweite Gebäude, auch das wird wahrscheinlich häufiger gezeigt, das mich wahnsinnig fasziniert hat. Es gibt nicht so große Heroen für mich der Architektur und auch nicht irre Vorbilder, aber diese zwei Gebäude sind für mich wichtig, denn das Pantheon auf vielen Ebenen, deswegen werde ich jetzt nicht philosophisch und überziehe die Zeit nicht noch länger, ist deswegen so interessant, weil es ein sehr, sehr frühes Grafting, also ein zusammengebautes Bauwerk ist. Sie haben das Tragen und Lasten, das Prinzip der griechischen Architektur und sie haben den Bogen bzw. die Kuppel, ein massives Bauwerk der römischen Architektur. Und die werden jetzt zusammengebaut. Eigentlich geht das nicht. Und deswegen, wenn Sie das nächste Mal in Rom sind oder sich das angucken, gucken Sie sich diese interessante Zwischenarchitektur an, die vermittelt und plötzlich funktioniert das. Und das sind die Dinge, die mich auf jeden Fall weitergetrieben haben, diese Orte, Momente, Szenen, wo wir Doppellesbarkeiten und die Komplexität des Lebens genießen und versuchen daraus Architektur zu machen. Deswegen, Architektur für uns ist ein Werkzeug, um anderen zu dienen, aber auch ein Werkzeug für uns selbst, um uns Happiness zu verschaffen. Vielen Dank. Vielen Dank für den schönen Vortrag. Ihr habt eine sehr interessante Geschichte. Ihr habt auch sehr viel in deinem Alter mit so vielen Gewissenskönnen, mit so vielen Projekten, die anerkannt wurden, so viele Orte besucht, auch mit den Projekten. Und du redest auch über Happiness. Welche Erfahrungen haben dich als Architekt am glücklichsten gemacht? Wow. Okay, eine Mini-Anekdote, als wir Make It Right gemacht haben in New Orleans. Mhm. Da haben wir angefangen, wir hatten gerade angefangen zu bauen, aber es war noch nicht sehr weit, aber es bewegte sich wahnsinnig viel. Und dann fuhr ein Auto vorbei, da gab es viele Touristen dann, auch Architekturtouristen, ein Auto mit großer Wagen, mit vier People of Color, also so große Frauen und Männer. Und die hielten dann neben mir an, ich rannte da rum und die fragten mir dann, do you have anything to do with this? Und ich dachte, oh Gott, jetzt gibt's Kritik. Meine, ja, wir versuchen hier einen Wiederaufbau zu machen. Und dann hat mich die Lady irgendwie ans Fenster gerufen und dann hat die mich so in den Schwitzkasten genommen und mich abgeknutscht. Oh, nice. Also habe ich vorher nachher nie wieder erlebt als Architekt für die Arbeit, die jemand macht und war super happy. Sehr schön. Also wir sind nicht abgeknutscht von einem Kunden hier in der... Nö, das will man ja auch nicht immer haben. Aber bei der war das war, toll. Es war, da wusste man nicht, was kommt, ne? Es gibt in der Situation. Das war, aber es war so herzlich und ich war auf das Gegenteil vorbereitet, deswegen war das toll. Als Architekt kriegt man das ja selten mit. Man macht eine Arbeit, bis die dann da steht, sind möglicherweise Jahre vergangen. Mhm. Im Kopf ist man schon wo ganz anders und wird dann gefragt über Dinge, die man früher... Also diese Unmittelbarkeit von Lob oder vielleicht auch Dankbarkeit oder sowas, wenn man irgendwas mal richtig macht, ist ganz selten für einen Architekt. Das ist eine keine unmittelbare Kunst, sondern eine sehr mittelbare, zeitintensive und meistens, wenn man Glück hat, wird man gelobt in den Zeitungen. Häufig auch nicht. Aber diese Art von Lob ist sehr besonders. Fühlst du dich in dem Peak von deiner Karriere? Peak? Ja. Ach, wer weiß, was noch kommt. Weiß ich. Nö, hoffentlich nicht. Also ich hätte noch Lust, ein bisschen zu klettern oder was anderes zu machen. Also Peak heißt immer, alles, was danach kommt, ist Downhill. Kennt man schon, ja, lässt man laufen. Nö, habe ich eigentlich keine Lust zu. Das Tolle ist, wenn man zwei Partner hat, immer wenn man so denkt, oh, jetzt habe ich aber einen Peak oder ich habe keinen Bock mehr oder ich kann auch eigentlich nicht mehr, also nicht mehr physisch, sondern ich habe keine besseren Ideen mehr, gibt es irgendwie zwei Partner, die dann einen in den Arsch treten. Und so wechseln wir uns auch ab und inspirieren uns nach wie vor, wie eben diese Sänger. Das ist eigentlich das Größte. Also wenn du mich nach Happiness fragst, oder
Das ist eigentlich das größte Glück, dass ich zwei Partner habe, die Freunde sind und die einfach fantastische Menschen sind, mit denen ich das teilen kann. Das ist ein wirklich, wirklich großes Glück. Ich weiß nicht, warum ich das verdient habe, wahrscheinlich nicht, aber es ist da und es ist mir ziemlich klar, dass das sehr besonders ist. Mhm. Tatsächlich wollte ich dich fragen, wie, was beide für dich bedeuten. Gibt es eine Etappe von eurem Werdegang, die ihr, wenn ihr zusammen seid und über Erfahrungen redet, das immer wieder kommt, als irgendwie melancholisch in Erinnerung. Kannst du dich daran erinnern, dass wir das gemacht haben? Also Los Angeles ist schon, also dieser Anfang, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, sagt man ja, das stimmt schon. Das merkst du in dem Moment nicht, ist ja klar, hast du keinen Abstand zu dem, was du machst, aber da, die Freiheit, die wir da hatten, weil wir hatten nicht viel, wir hatten auch nichts zu verlieren dadurch. Und alles war irgendwie neu und verrückt und interessant und auch bescheuert, wie Hinnerk sagen würde. Ein guter Sinn. Wenn man da zurücklenkt, also was für ein Glück wir hatten, dieses Haus zu haben und Platz zu haben, ein paar Verrückte, die uns vertraut haben mit so ein paar Aufgaben, das war toll. Sehr schön. Den Gegenteil würde ich vielleicht später für die Diskussionsrunde das mitnehmen. Wie macht man das, wenn das nicht so, also wenn Rückschläge kommen oder vielleicht schwierige Momente? Aber erstmal vielen Dank für den schönen Vortrag. Hat riesigen Spaß gemacht. Vielen Dank, Lars. Danke.